Hallo, willkommen zurück zu My Time mit Sandrock, wo sich Hallo, zum. willkommen zurück zu My Time mit Sandrock, wo sich zum. Willkommen zurück zu My Time mit Sandrock, wo sich zum. Da hatte ich doch meinen Twitch-Stream an, weil ich noch den Part von Kessler geguckt habe. Schiete. Jetzt kann es aber losgehen. Das war mir gerade ein bisschen peinlich. Habe ich total vergessen, weil der Computer in Standby-Modus gegangen ist. Ja, also scheinbar hat sich das mit dem Ende des letzten Parts Gott sei Dank aufgelöst. Also als ich den geladenen Spielstand, da haben sich dann so lauter Nachrichten eingeblendet, bla 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 bla, was halt eigentlich hätte sich das schon einblenden müssen, als wir den Part gespielt haben, aber irgendwie war da ein bisschen was kaputt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Spielstand ist ganz, alles tutti und wir sind, ich weiß gar nicht mehr. Hey Nemo, alles klar bei dir? Ja, feiner Hund. Wir haben. Ja, wir haben eine Quest abzugeben, genau. Was abzugeben. Irgendwo hier oben. Oh, hier ist der Gecko. Guck, guck. Hi, kleiner Mann. Komm, streicheln, warte ich einmal. Bei Sandsturm, alles schick. So. Und. Oh, hier haben wir ein bisschen Müll. Nehmen wir mit. So long, partner. Okay. Hier ist. In dem Zimmer? Ah, Ernest, Hey there. genau. Deine Quest, bitteschön. Nochmal bla bla. Okay. See ya. Nicht, wenn ich es sehr sehe. So, dann weiter. Cookie, Cookie. Oh, Hauptquest. Baue Dekoration für das Sandrennen. Stelle drei Farbe her. Finde das Dingsbums, Tagebuch. Ja. Er hat sein Tagebuch scheinbar verlegt. Und wir sollen ihm helfen, es wiederzufinden. Jo. Okay, ich gucke. Wir brauchen Bronzeplatten. Und Farbe. Der war Lavendel. What the hell? Wo sind wir hier? Ah, okay, hier in meinem Museum, Doc. Also für die Farbe brauchen wir Lavendel. Gelben Lavendel. Ist ja mal kacki. Und das ist eine Quest auf Zeit, ne? Und ich meine nicht, dass ich irgendwo Lavendel hätte kaufen können.
Pflanze. Und wie sieht's aus? Oh, gute Platzierung. Kein Lavendel. Farbe. Kann natürlich sein, dass wir den irgendwie wild in der Wildnis finden, aber Lavendel. Warum liegt denn so viel Müll rum, ey? So. Kaffee-Teebaum. Kaktussamen, Karotomaten, Sonnenpresssamen, Weizensamen, Sonnen. So, puh. Genau, unter den Treppen könnte ich jetzt noch gucken, ob. Aber da gibt es, glaube ich, auch keinen gelben Lavendel. Hier, aber Tee könnte ich mal wieder einkaufen. Alphalbrille nehme ich mal auch. Wärmflasche, rotes Feuerwerk, Farbe. Nö, kein Lavendel. Mhm. Sieht aus wie ein Räuber. Saloon könnte ich noch, aber unwahrscheinlich. Was haben wir hier? Guck mal, hier gibt es sogar noch mehr Tee. Lernstift, Bleistifthalter, Spielzeug, Teleskop, Spielzeug, Zinsen. Nö. Kein Lavendel. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich kann noch bei ihm gucken. So. Ach, guck mal. Von dem hole ich auch mal eine komplette Ladung. Jute. Okay, von der Frucht habe ich noch gar nichts gehört. Was haben wir hier? Süßkartoffel, Paprikasamen. Ja. Nehmen wir auch mal 10 mit. Jute, Melonsamen. Sonnenreis, Karotte, Marken, Kaffee und Tee. Nö, nicht. Keine. Ist das. Also, ich vermute, dann ist es tatsächlich was, was wir irgendwie wild ernten müssen.
So. Ja, ich weiß, wir sind noch voller Energie und so. Okay. Hier kommt mein Trockenstell hin. Ja, das wird bestimmt wieder eine Räumerei, wenn ich dann irgendwann das Haus mal vergrößere oder ausbaue. Aber das dauert noch ein bisschen und wir werden jetzt hier anfangen, uns noch ein bisschen mehr größere Beete anzulegen für die Sachen, die nachwachsen. Also sprich für die Bäume. Wir haben ja schon einen Baum, wo Kastanien dran wachsen, immer wieder. Hier hinter dem Stall und zwischen Stall und Haus kommen jetzt meine Lagerkisten hin, die ich nicht immer so direkt brauche. Eine habe ich ja bei den Maschinen stehen, zum Reinklicken und Einsortieren und so. Und hier würden noch 1, 2, 3, 4. Also mindestens 6 passen hier noch hin. Aber ich will halt gucken, dass ich dann noch größere kriege. So. So, mal gucken. Wo haben wir denn? Einmal 1, nein, nein, nein. 2x2. Haben wir noch was mit 3x3? Hier 3x3. Kaffee-Tee-Baum. So. Fertig. Dann so Kaffee-Tee-Baum. Zwei mal zwei. Jute Melonen. Okay. Wasser. Und Dünger. Ist klar, erledigt. Dann Süßkartoffeln. Paprika. Halt hier.
So. Ja, ist doch gut. Dann haben wir hier unseren Kaffee-Tee-Baum, hier unseren Kastanienbaum. Hier ein Feld, da ein Feld. Da unsere Lager. Ach ja, ich sollte vielleicht mal gucken, wie es jetzt hier mit unserem Maschinchen aussieht. Die müssen wir ja auch wieder bestücken. Was haben wir hier? Kupferschrott. Und Steinschrott kommt hier auch rein. Und hier können wir Plastik reinhauen. Achso, warte, ich glaube, das war ein Platz. Bronze. nein, ich wollte nur hier. Starnstein, mein Garnstein. So, Tier. Einmal Bronzeplatten. Hier noch Kupferrohre. Davon. Ah, das ist Lavendel. Okay. Oh, ich guck mal kurz. Wir haben noch unsere Enzyklopädie. Wenig Wildblume, die in trockenen, wüstenartigen Gebieten wachsen. Die gelben Blüten sind dicht, elegant, schöne Pflanzen haben Heilmittel. Ah ja, ich glaube, den haben wir in der Wildnis gepflügt. In der Wildnis pflücken wir Blümchen. Ich weiß gar nicht, ob das zu bestimmten Jahreszeiten nur wächst. Hier, gelber Lavendel. Sandgras, Sandgras. Jektoren. Gelber Lavendel. Doch in Ruhe, ihr blöden Hühner. So, was haben wir hier?
sieht mir nach einer Kiste aus. Ich weiß gar nicht, wie viel gelben Lavendel brauche ich denn? Achso, ich brauchte bloß 3. Okay. Ja, hier kann ich runter. So. Warte mal. Es ist gerade 22 Uhr durch, ne? Doll. Ich wollte gerade noch mal nach dem Dings gucken und macht der mir vor der Nase die Tür zu. Große Platten sind Arbeit. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ich könnte nicht mehr die Farbe herstellen. Aber okay, wir haben das Problem mit dem Lavendel ja gelöst. Jo. Habe ich das jetzt nicht richtig verstanden? Wieso noch? Stelle die Farbe her. Habe ich das Rezept für die Farbe nicht oder was?
Oder war das hier? Hier. Okay, nicht am Arbeitstisch, sondern am Mixer. So, einmal bitte. Wo haben wir es denn? Anderen Kiosk. Fein. So, schauen wir. Drei Quests angenommen, drei Quests erledigt. Das ist ja dann schick. Automatische Speicher, wie sieht es mit dem Wetter aus? Wetter ist schön. Ach ja. Dann kann ich mich ja wieder anziehen. Als Klauso? Urso, ist der etwa der heimliche Verehrer mit den Briefen ohne... Hallo Dieter, Kenshi, ich war gerade dabei, diesen Brief in deinen Briefkasten zu stecken. Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht doch nicht. Hey, Mist, mir fällt gerade ein, ich muss nach Hause gehen und mich in meinen Schrank einschließen. Wir sehen uns. Hä? Ist das etwa unser heimlicher Verehrer? Die Person, die die Briefe geschrieben hat, war die ganze Zeit Unsur. Soll ich ihm nachgehen? Nun ja, falls er sich in seinem Schrank versteckt, wird er sich wohl schämen. Was haben wir hier? Natürlich wieder super geile Reste. Stelle Farbe her. Hä? Och nee, bitte sag mir jetzt nicht, ich habe Farbe für das Ding gebraucht. Moment, das muss ich nochmal checken. Nee. Gummischalen, Gusseisenrohr, Marmorziegel, Bronzeplatten. Keine Farbe. Wo ist meine Farbe hin? Achso, ja, die habe ich ja noch nicht gemacht. Einsammeln. Das kommt davon, wenn man irgendwie nicht bei der Sache ist. So, hier haben wir Bronzeplatten. So. Ja, ich habe irgendwo in der Kiste. Kann man hier mit reintun? Gotti. Teile. Mhm.
Das ist hier falsch. Motor. Ich würde mal sagen, den tue ich jetzt mal rein. Kupferstab, Kupferrohre, Kupferbahn, so, Fischkrams habe ich gerade nicht. Und hier kommt sowas und sowas und sowas und sowas rein und sowas. Sowas, sowas, sowas. Das kommt hier rein. Ich muss übrigens mal wieder Scheiße sammeln und Dünger machen. Und Gummi, Plastik. Hüllen. So, weiter geht's. Holz. 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 Muss ich noch farmen? Das Fach hier ist sowas von leer. Das geht auf keine Kuhhaut. Wo ist mein Steinfach? Ich brauche mein Steinfach. Steine, Steine, Steine. So, die und die kommen hier rein. Und puh! In welchem. Hier habe ich die drin. Bei Zeugs. Das ist gut. Ich hab's gefunden. Zeugs war auch der Stein, ne? Ja. Gut. Ich pack das auch hier rein. Jo. Hier glitzert was. Was haben wir hier? Reis, Sand, Rosen. Sehr schön. Alles klar. Augenblick. So, den packen wir nach oben. Denn so, die Knarre würde ich mal nach hinten packen. So. Was haben wir denn? Suppentopf, Sandhut nehmen wir an, haben wir schon. Gusseisennägel für 11, okay. Und 5 Blutsteine, ja, machen wir. 5.
5 Stück, kein Problem, alles klar. Rest ist schon fertig. Nur muss man abgeben. Hoho! Mann, das sind so gut. Das kommt, weil ich so gut farmen gehe. Nur, dass ich mal wieder keine Bronze-Dings habe. Ja. Hey, Hugo! Hallo. Hier, deine Blutstein-Segen. Und, ja, wie geht's? Alles klar? Sieh ja. Was möchte denn der gute Owen von uns? Hey, Owen. Aha. Yep. Yep. 6-mal Sandkarpfen. Aha. Kein Problem. Wir haben neulich geangelt. Können wir dir sofort liefern. Aha. Coole Sache. Hast du vielleicht wieder Tee? 1-mal Tee. Was gibt es? Minimalschaden, Maximalschaden, Held 4, bla. Ausdauer plus 38, Ausdauer plus 8%. Ich nehme mal 4 davon. Einfach. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viel 8% ausmachen, aber. Könnte ja reichen. So, ich glaube, ich muss hier und dann. Oh, hat wieder einer verdreckt hier. Gibt's wieder Wasser? So, ich muss mal kurz gucken, wo muss ich denn, was liegt denn jetzt am nächsten? Wir gucken mal nach uns zu, was da mit dem los ist da. Der schämt sich, dass er uns Liebesbriefe geschrieben hat, oder wie? Naja, so eine Art Liebesbrief. Did someone come in? Oh. Ist jemand reingekommen? Oh, Tita Catchy, ich kann ein bisschen durch die Ritzen sehen. Bist du gekommen, um mir Gesellschaft zu leisten? Ich fürchte, es passt nur eine Person in den Schrank. You can hang out as long as you want. I'll probably be in here a while, though. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Ich werde wahrscheinlich noch eine Weile hier bleiben. Die Luft ist schön zu dieser Jahreszeit. Es ist Zeit, aus dem Schrank zu kommen. Oh, wo ist der Brief? Yeah. Oh ja, du wunderst dich immer noch über diese Briefe, was? Ich habe davon gehört. Yeah. Well, ja, nun, es ist wirklich schwer, Kriminelle zu fangen. Das weißt du ja. Ich habe nachgeschaut. Seinen Namen nicht auf einen Brief zu schreiben, ist kein Verbrechen. Deshalb hab ich mich nicht bei dir zurückgemeldet. Gosh. Meine Güte, also es deutet darauf hin, dass ja, es scheint, als ob ich der Hauptverdächtige in diesem Fall bin. Ich meine, wahrscheinlich bin ich es, aber was, wenn nicht? Verdammt, es ist schwer, in diesen Schrank zu denken. Nun, Tita Catchy, wenn ich es wirklich bin, möchte ich der Erste sein, der es erfährt. Sag mal, du bist der beste Ermittler, den wir hier haben. Vielleicht kannst du diesen Fall lösen. Zufälligerweise sind wir genau da, wo wir dafür sein müssen. Bei mir zu Hause. Ich wette, du könntest anhand meiner Sachen ein Täterprofil von mir erstellen. Warum schaust du dich nicht mal um? Vielleicht findest du sogar den geheimen Brief, den ich dir geben wollte. Aber mach dir keinen zu großen Hoffnung. Ich habe ihn ziemlich gut versteckt. Geh einfach zur Jukebox und mach die Untersuchungsmusik an, wenn du bereit bist. Ich würde es ja selbst machen, aber du weißt schon, Schrank. Nice. Oh mein Gott, das ist so lustig. Ich feiere das gerade ein bisschen. Schön, es gibt
Keine Ermittlung ohne die Ermittlungsmusik. Beschreib mir, was du siehst, und ich werde versuchen, dir bei der Ermittlung zu helfen. Ich finde den geil. Fachmännisch überein. Ah, one of my finest ein Eimer, schöner Stahlgetan. Ach, das ist nicht perfekt. Rock, I like to think that this ich bin die Skulptur, steht für no are, die Idee, was wir alle, egal wer wir sind, einen Platz haben, an dem wir uns einfügen und gegenseitig Halt geben können. Idealerweise umgeben von coolen Fällen. Wie kann jemand mit einem so gesunden Steinstapel für so etwas wie normales Briefschreiben verantwortlich sein? Ich sehe den Zusammenhang nicht wirklich. Das ergibt. Also nach weiteren Hinweisen suchen. Warte mal, erstmal. Hat er nicht irgendwas von der Jukebox gesagt? Stapel hat Urso dasselbe gemacht. One of my quieter works. Oh, meine ruhige Werke. The delicate serenity of it all makes me less worried when I ask it to do dishes, die zarte it never does. Gelassenheit, das Ganze macht mir wenig Sorgen. Augenblick, meine Nase will mal wieder. Nein. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Geschirr zu spülen, was dann nie passiert. Ein herzhaftes, fleischhaltiges Gericht, es riecht wirklich gut. Oh, das hier, Justice hat mir das gegeben. Er will, dass ich mehr Fleisch als Eiweiß esse. Aber ich weiß eher, ich bin eher der Typ, der Typ gelbe Suppe und Zitronen. Willst du es einfach weglassen? Oh nein, ich werde das verschenken oder sie essen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber du weißt ja, im Himmel ist die Grenze. Sind wir vom Thema abgekommen? Vielleicht sollten wir uns wieder auf die Suche nach Hinweisen machen. Was haben wir hier? Zitronensuppe, dekoriert mit einer riesigen Lächeln aus Chilischoten. Das Einzige, was ich kochen kann, ist gelbe Suppe mit Zitronen. Das ist nicht viel, aber es bringt mich durch den Tag. Kannst du mir das Rezept beibringen? Ja, du nimmst einfach zwei Teile gelb, vier rote Punkte und ich glaube, ich weiß nicht, wie man Rezepte austauscht. Du solltest Owen oder Marble fragen. Ja. So, dann hätten wir hier noch langes Handelset. Gewichte, Stangen, ein Haufen Sportgeräte. Wenn der Täter solche Gewichte stemmt, hat es ja zu stark zum Schreiben. Er würde den Bleistift in einen Griff zertrümmern. Papier versuchen. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht so funktioniert. Ja, du könntest recht haben. Wahrscheinlich kann das aber keiner von uns sagen. Schau lieber weiter. Untersuchen. Ah, dieser Stein, so. Unheimlicher Blick, als würde er in die Seele blicken. He's sleeping. Better not wake him up. Well, looks like he's not talking. Sieht aus, als würde er nicht reden. Was auch Sinn ergibt. Wilson ist kein Verräter. Jede Menge Steine, die in den Kisten. Per Kisten Steine, hier gibt es nichts zu sehen. Die meisten Menschen haben keine Kisten mit Steinen. Right. Well, looks like we didn't find anything. Guess I'm nun, sieht so aus, als hätten wir nichts gefunden. Ich bin wohl doch nicht derjenige, der den Brief geschickt hat. Das ist schade. Ich hatte wirklich gehofft, dass ihr mich erwischt, wenn ich es war. Aber es steht ja noch zur Debatte. Do you mind turning on that fan? Uff, könntest du den Ventilator einschalten? Ich schwitze wie verrückt in diesem Schrank. Vermutlich ist der Brief oben auf dem Ventilator, kann das sein? Wir gucken mal.
So, wo ist hier der Schalter? Da ist der Schalter. Ja, auf den Schrank runtergeweht. So ein Verräter, der Ventilator war's. Lieber Kenji, seitdem du in die Stadt gekommen bist, habe ich ein komisches Gefühl. Als du die Bühne repariert hast, dachte ich, wow, das war eine gute Bühnenreparatur. Als du die Brücke repariert hast, dachte ich, wow, das war eine gute Brückenreparatur. Die Liste geht weiter. Und die Art und Weise, wie du die Stadt kamst und sofort damit anfingst, fantastische Kung-Fu-Klingenangriffe zu machen, obwohl du angeblich kein Training darin hattest. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich das für einen coolen Schrott halte, den ich je gesehen habe. Lange Zeit habe ich im Verborgenen gelebt. Ich habe ein Doppelleben geführt. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dass wenn mein bester Freund Justice wüsste, dass ich Gefühle für einen anderen habe, er nicht mehr mein bester Freund sein wollte. Aber dann habe ich ihn gefragt, ob er hat gesagt, das ist in Ordnung, es ist zwei beste Freunde zu haben. Deshalb frage ich dich jetzt, Tina Kenshi, willst du mein bester Freund sein? Kreis? Ja? Nein. Dein zukünftiger bester Freund, hoffentlich Unsur. PS, bitte melde dich bei mir, nachdem du etwas eingekreist hast. Well, also so, yeah. did you read the part where I Hast du den signed Teil my name? gelesen, in dem ich mit einem Namen unterschrieben habe? Lass uns beste Freunde sein. Lass uns Freunde sein. Das geht alles etwas schnell. Und so, ich will mit dir zusammen sein. Das war wirklich blöd. Lass uns beste I, Freunde sein. well, Oh if you wow, der didn't get it from my Kenshi, letter, falls du I always es thought you were super in cool. meinem Brief To nicht be your best mitbekommen friend, hast, it would be ich an dachte honor. immer, du wärst super cool. Dein bester Freund zu sein wäre eine Ehre. In case you didn't see, Falls du es I asked nicht Justice. He said gesehen it's okay hast, if I ich had two habe best Justice friends. gefragt, And hat gesagt, Wilson, es ist well, okay, wenn he's ich zwei just not the beste Jones Freunde habe. type. Und So things are Wilson, kind of nun, just er ist gonna be einfach great from nicht now der on. eifersüchtige Typ. Also ab jetzt wird alles gut, denke ich. Okay. Hello. Thank Ich habe you. übrigens deinen Hut. Have you ever Lass tried es just quietly plaudern. watching the sunset? Und ach komm hier. Thanks. Fisch. Gib mein plus drei. Und dann eine Runde Karten. Freunde spielen. Okay, ich habe verloren. Weiter geht's. Maus, okay. Okay. Alles klar. Ah, es hat Spaß gemacht. Jetzt muss ich aber mal die Freundschaft checken. Bei uns ist ein bisschen über zwei Herzen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er in uns verknallt ist. Wir sind Freunde und er ist mit Justice auch befreundet. Gut. Unser kleiner Gecko. Ja, irgendwie geht das mit Q automatisch wegen Forschung und so und Questen und so weiter. Okay, ihm gefällt Wasser. Wenn ich mich recht entsinne, konnte man ihn mit Rippchen oder so bestechen. Oh, wir haben einen Punkt. Den können wir noch mal verpeilen. Auf Maschinen-Dings, okay. Da können wir uns hier weiter vergrößern.
Moment, sprich mit Unzu? Aber ich habe doch schon mit Unzu gesprochen. Have you ever tried just quietly watching? Be seeing you. Sekunde, ist das an einem bestimmten Tag war das, ne? Die Farbe ist fertig, bring sie zu uns zur. Okay. Oh, wir brauchen noch mehr Nägel. Und Gecko. Gecko. Oh, ich liebe diesen kleinen Knüppel. Wollte Gecko mit dem Sheriff Dingsbums gucken? Nein, ich mische mich da nicht ein. Hey there. Mhm. Be so. Seeing you. Ich muss noch mal in die Werkstatt. Ich habe noch nicht genug Nägel. Jo. So, Nägel. Ach so, heute ist wieder Doc dran. Duck, duck, duck. So. Hier ist nichts drin. Dann wieder ein Hütchen in Auftrag geben. So. Aufgaben. So, hier muss ich. Also, Eisenhebelbestellung kann ich abgeben. Das kann erstmal noch warten. Rezept für Spaß. Das nicht. Also, geben wir das Ding jetzt wegbringen. Und dafür können wir hier unsere Dings benutzen. Na nü? Im Kreis gedreht. Ein fauler Sahn. Ich glaube, Rezept für Spaß, genau. 20. So. Bitterbohnen.
Okay, 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 das sieht super aus. Du bist auf dem richtigen Weg, Handwerker. Und du wirst lieben, was in diesen Sandrennen-Extra-O-Platz mach. Das garantiere ich dir. Ich bin dann in mein Museum. Pläne schmieden. Ich werde sicher gehen, dass die besten verdammten Aktionen wird, die diese Stadt je gesehen hat. Öffnungszeremonie verpassen nicht. Bla 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 bla. So, und ich werde mal Mr. Känguru-Bob da vorne verprügeln. Gelernt. Und wir haben von ihm irgendwas gekriegt. Ich habe gerade nicht aufgepasst. So. Ja, stimmt. Wir müssen ja unser Ding noch verbessern. Augenblick, ich habe doch, glaube ich, die andere Axt auch dabei. Großes Totholz. Kriege ich da jetzt anderes Holz raus? Ja, Steinholz. Versteinertes Holz, das war's. Das kam ja nach Hartholz. Ich hoffe, ich kann jetzt bei Holz abbauen ein bisschen. Pushen? Nee, bei Kämpfen, okay. Bei Kämpfen, was holt? Augenblick, ich muss mich mal anders hinstellen. Das Rin- und Rauszoomen, das war gerade ein bisschen bäh.
Oh nö, wir haben schon wieder einen Punkt. Ich hoffe für Abbau. Ja. So, mehr Material. Alles verbraten. Warte mal, ich hab doch hier so ein Gericht geholt, genau. Wie viel macht 8% aus? 37. Okay. So, 38, jetzt haben wir über 100. Wir hauen großes Totholz um. Versteinertes Holz. Ich weiß gar nicht, ob wir unsere Geräte schon versteinertes Holzdings. Aber ich meine, wir hatten da schon irgendwelche Bretter. Und Stöcke aus versteinertem Holz, die wir machen konnten. Jo. Zwei Skopis erledigt. Jetzt geht's nach Hause. My time at Central. It's a beautiful day. Da-da-da-da-da-da-da. My time at Central. It's a beautiful day. It's a beautiful morning. In Sand Rock, it's a beautiful day, it's a beautiful morning. Sorry, ich bin gerade halt irgendwie auf. Okay, kann ich eine Muschel Totholz grabbeln? War nicht noch was zu essen? Warte mal, das hier. Ausdauer 36. Hat gereicht. Ein Geschenk. Ich hab hier was für dich. Wow, thank you so much. Ja, super. Habe ich mich nämlich erkundigt, das findet er toll. Also ich glaube 18 oder 19 ist das Höchste, was man so bei Geschenken kriegen kann. Und das gehört, glaube ich, schon zu dem Besseren. Moment, können wir gleich mal gucken. Liebt Rippchen oder wie die Dinger heißen. Ich meine, klar, Wasser können wir ihnen auch geben. Das gibt auch so einen oder anderen Punkt.
Mensch, ich habe ja gar nicht, ich muss noch mal zu Q wegen Forschung. Halt. Crystal! Hallo! Ah, Schwein gehabt. Well, thank you so much. Faith seeing ya. Tschüss, Crystal. So, warten auf den Brief, aber warte mal. Quest. Hier, die noch anpinnen. Aber ich glaube, ich habe noch nicht, neue Forschung aktiviert. Oh, ist noch ein Tag. Okay. Regelmäßig mit dem Tau zusammen. Ja, Und was mache ich dann als nächstes? Warte mal kurz. Oder lang. Ah ja, hier die Schmiede. Die Schmiede werde ich mal dann... ja. Und dann gucke ich mal, dass ich... Thank you. Ja, bitte. Sprich mit Unschuhe. Irgendwie ist er ja schon knuffig mit seiner... Aber ich habe mal die Beschreibung von Bürgis durchgelesen und er ist original mein Charakterzug. Also irgendwie passt man ja wie Arsch auf Eimer oder so ähnlich, wie man dazu sagt. Deswegen, ich glaube, ich nehme Unzur. Einfach weil er, nicht Unzur, Bürgis. Einfach weil er halt so ein Charakter ist, den nicht jeder nehmen würde. So. So, die Farbe sieht doch gut aus. Von bleich zu grün. Whew. Nice work. Gute Arbeit. The hardest part is behind us. Der schwierigste Teil liegt hinter uns. First, some music to set the mood. Zuerst etwas Musik zur Einstimmung. Now it's time to sit back Jetzt and enjoy the show. Jetzt ist es Zeit, sich zurückzulehnen und die Show zu genießen. Show? Welche Show? Yep. You've heard the stories. Ja, gut, hast du die Geschichte gehört. Aber hättest du jemals gedacht, dass du das wirklich erleben würdest, der Farbe beim Trocknen zu sehen? If you look really close, you can see the thicker parts Wenn du noch hinsiehst, kannst du sehen, wie der dicke Teil der Farbe langsam heruntertropft und sich ausgleicht. Yep, this is living. Ja, das ist das Leben. Kommt da noch was? Warten, bis die Farbe getrocknet this ist. Is living. Ja, das ist das Leben. But for a beginner, you might want to focus Aber als Anfänger on solltest du dich auf einen Punkt konzentrieren, dich an die Farbe erinnern, deine Augen them, für etwa 10 Minuten schließen oh. und dann... Oh. Looks like the paint is dry. Sieht well, aus, als ob die Farbe trocken ist. Nun weißt du, was good das can last forever. Sagt. Nichts Gutes kann ewig halten. Deine ruhige Meditation mit uns so, während der die Farbe trocknet, zusagt, hat deinen Geist geklärt und dir ein geklärtes Gefühl deine Ziele gegeben. Dein Glück hat sich für 24 Stunden um 20 erhöht. Did you enjoy yourself? Hat es dir Spaß gemacht? Am besten hat mir der Teil gefallen, bei dem die Farbe getrocknet ist. Nun, ich bin erledigt. Das war's. Mehr als genug Aufregung für einen Tag.
Wir sehen uns später, Dieter Kenji. Also ich muss sagen, ich habe auch so einen mintgrünen Farbton bei mir in der Wohnung. Von daher, ja, passt. Ich bin auch erstaunt, wie viel wir gemeinsam haben. So, das wäre erledigt. Warte mal, habe ich jetzt alles abgegeben, was abzugeben ging? Ja, würde ich sagen. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Kriege ich da, wenn ich... Warte mal. Kriege ich da was angezeigt? Apartments. Heidi? Okay, Heidi will was. Quatschen wir nochmal mit Heidi. Heidi, deine Welt sind die Sandford Berge, Sandrock Berge. Heidi ist doch nicht zu viel. Warte, da lang. Hier. Hey, doing all right? Ah, wie geht's dir? So. Did it keep your house blank gehalten? Speckless even? Sandfrei, sogar fleckenfrei. Ist super effektiv. Awesome. Wahnsinn, freut mich zu hören. Ich hatte die Theorie, dass sie ein Flugsandtypus schwach gegen Wände sein würde. Auf jeden Fall ist das immer noch nur ein Prototyp. Irgendwann werde ich mein Design verbessern und es, ich weiß nicht, so ähnlich wie Sandwand Stufe 2 nennen. Arbeitstitel, vergiss auf jeden Fall nicht, immer mal wieder in meinem Katalog bei der Konstruktionskreuzung KK vorbeizuschauen. Und um dem Laufenden zu bleiben, welche architektonischen Ergänzungen ich vielleicht brauche. Danke für das Feedback. Bis später, Dieter Kenji. Alles klar. Ach, die gucken alle den Sonnenuntergang, oder wie? Schön. Hey, Owen. Hast du ein Rezept? Hello. Ah, ich habe ein neues Mittagessen gemacht und es war sehr gut, wenn ich das sagen darf. Ich habe es gedämpftes Süßkartoffeln genannt. Willst du das Rezept? Kostet 40 Kohls. Ja, gib her. Hey, Elsie. Mhm. Bye. Mia, alles klar? See ya. Amira? Hi. My brother Hi. Seems to... Goodbye. Katori? Between you and me. Birgit? Unentschieden. Yeah, gewonnen. Weiter geht's. Entschieden. Okay. 11 Punkte dazu bekommen. Okay, die schauen sich ja mal alle hier den Sonnenuntergang an. Ist ja nice. Jo. Oh, was ist hier los? Cooper und der Kater. Nimm ihn weg, Mabel. He's doing it again. Kopper, das war's. Die Katze weg. Raus hier, sofort. Werf sie los. Sie hat ihm auf den Kopf gepisst? You like kitty cats, don't you?
Well, our new friend Banjo here is in a bit of a pickle. See, he can't seem to stop marking territory on the ranch. Er markiert ständig sein Revier auf der Ranch. Überall auf unserem Hof. Und jetzt will Vater Banjo rausschmeißen. Aber ich weiß genau, was zu tun ist. Banjo hat einfach keinen Platz, den er als seinen eigenen bezeichnen kann. Weil die anderen Tiere überall ihre Gerüche verbreiten. Ich nehme an, du hast schon mal was von einer Hundehütte gehört? Ja? Ich habe mich mit Heidi zusammengesetzt und wir haben uns da etwas ausgedacht, das wir Tierhaus nennen. Kannst du das für mich zusammenbauen? Vielleicht heilt es Banjos Leiden und er kann wieder ein Haustier sein. Sicher, kann ich tun. Prima! In der Zwischenzeit können wir Banjo bei mir in Sicherheit sein. Bringen zumindest bis er eine eigene Wohnung hat. Sicher. Toll, ich bringe Banjo gleich rüber. Oh, und bevor ich vergesse, hier ist die Bauanleitung. Da werde ich mal schnell das Teil bauen, bevor Banjo mir die Dings so kackt und pisst und markiert. So. Wo ist das Ding? Hä? Bin ich blind? Weiteres. So, mal gucken. Also, Teekesselteil. Hä? Oder ist das, nee, das wird doch nicht an der Werkbank gebaut, oder? Ach doch. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass das, das Banjo. Wenn ich mich recht entsinne, kommt das Teil irgendwie beim Rathaus hin. So. So. Well, looky there. That there's a cat house if I ever seen one. All we can do now is hope that this improves Banjo's condition. Thanks a lot. We'll make a critter lover out of you yet. Hey, speaking of, you thinking of adopting any of the animals in town? They ain't just cute little companions. They'll go get you some cool stuff too. It's super easy. When you have a close relationship with them, they'll stick with you like family. Just build them a bed in your home. Eine Familie baut, if you don't, then, ihnen einfach ein well, Bett in eurem Haus. Wenn du das nicht tust, müssen sie auf dem Boden schlafen. Und du bist doch kein Monster, oder? Nachdem du sie adoptiert hast, kannst du sie nennen, wie du willst. Aber nimm es ernst, okay? Sie sei nicht wie mein Vater und benenne einfach nach einem Jackmel. Und nimm die Haustierpfeife mit. Egal, wie weit dein Tierchen weg entfernt sind, wenn hineinbläst, kommen sie angerannt. Gut, das war's dann wohl. Ich werde kein Ohr mehr abkauen. Ich werde mir ein paar süße Tiere zum Spielen suchen. Adoptiere ein Haustier. Informationen zum Haustier. Haustiere ziehen automatisch in ein unbenutztes Bett in deiner Wohnung. Du kannst die zugewiesenen Betten ändern, indem du mit dem Bett interagierst. Wenn ein Haustier kein Bett hat, sinkt seine Gunst. Haustiere können mit der Haustierpfeife gerufen werden. Ja, wo ist der Gecko? Ich würde gerne den Gecko adoptieren. Oder
die Sheriffkatze vielleicht. Nee, ich... Ah, das ist der Gecko, das ist der Gecko. Hey, Gecko! Oh, adoptieren! Wir nennen unseren Gecko... gute Frage, wie nennen wir ihn denn? Wir nennen ihn... Knutschi. Oder? Nee. Oh Gott. Ein Gecko, Gecko, Gecko. Gecko? Warte mal. Wir nennen ihn Moria. Weil in One Piece gab es ja Gecko Moria. Geilo. Losschicken. Begleiten. Interagieren. Warte mal, interagieren. Streicheln. Und was ist mit losschicken? Ah. Sammelauftrag. Graben, Wasser sammeln, erforschen. Jo. Schicke ich ihn mal auf Erforschung. Ist ja geil. Finde Q-Style. Warte mal. Ah, könnte es sein, dass er hier sein Tagebuch verloren hat? Ich glaube, ich gehe da mal gucken. Kann ja sein, dass dieser blaue Kreis der Ort ist, an dem... Ist das die richtige Richtung? Ja. Dass er da sein Ding verloren hat. Ist ja geil. Wir haben ein Gecko. Wir haben Moria adoptiert. Wie viel Kohle haben wir? Ah, 6000. Na, sauber. Ich glaube, 20.000 war die nächste Erweiterung. Yeah. Wenn es nicht kaputt ist, reparier es nicht. Aber es ist kaputt. Nun, dann reparier es. Erwischt. Das ist kein offizieller Auftrag. Verdammt nochmal, Kita Kenshi. Ich kann mir diesen Sandfleck einfach nicht länger ansehen. Sandfleck einfach nicht länger ansehen. Wie kann es sein, dass uns noch niemand beauftragt hat, das Ding zu reparieren? Ich meine, sieh es dir doch mal an. Der Turm ist total verbogen und die Flügel sind kaputt. Ich weiß, das ist nicht so wichtig, aber alles neigt sich irgendwie zur Seite. Ich kann es nicht mehr aushalten. Komm schon, lass uns das Ding reparieren. Wir brauchen nur 10 Minuten. Du hast recht, wir sollten es in Ordnung bringen. Gut, dass du an Bord bist. Einen Moment, ich dachte, ich verliere den Faden. Hallo? Machst du mal hin, das blöde Huhn greift mich hier die ganze Zeit an. Vielleicht habe ich mich zu früh geäußert. Auf jeden Fall noch einmal in eine Werkstatt gehen, um das zu klären. Machen wir doch einfach ein kleines Projekt zwischen uns Handwerkern daraus. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Wir sehen uns später. Naja, zum Glück hat das Huhn nicht so viel Schaden gemacht. Habe ich zufällig das Zeug, was man dafür braucht? Holzbretter, Bronzestäbe und Lager. Achso, Bronzestäbe, 4 Stück. Oh, geil. Vier Bronzestäbe brauche ich noch. Bronze habe ich doch bestimmt wieder nicht.
So, Bronzestäbe. Bronze. Stäbe. Nee, das sind Rohre. Die Stäbe sind, glaube ich, hier. So, machen wir direkt mal 10, damit wir welche auf Vorrat haben. Dann sortiert wir mal wieder. Essen. So. Ist das, ich glaube, ein Teil, wa? Rüstungsteil 3, okay. Warte mal, die kommt, glaube ich, hier mit rein. Was ist das? Ach ja, das ist das, was ist das? Ja, das ist das Holz. Das, Zeug halt. Sortieren. Sortieren. Bam, das, Fisch? Nee. Ernte. Hier, da, das. Jetzt weiter. Kommt das da rein? Wieder sortieren. Wasser. So, dann haben wir hier Gummi, Plastik, Holzblätter, Papier, ach ja, das Holz kommt hier auch rein. Mal, das ist Garn, das kommt in die andere Kiste, aber hier habe ich ein paar Hosen, die können hier rein. Hier das Rüstungsteil. So ein Stein. Hier kommt der Faden rein. Und, warte mal. Grobes Leder, das könnte eigentlich dann auch hier rein, ne? Chitinpanzer. Das. Muss ich mal bei den Zeugs gucken. Was hier? Wenn das grobes Leder ist, dann spricht das ja schon für sich, dass das Leder ja eine Art Stoff ist. Und Stoff kommt ja dort hinein. Irgendwo hatte ich doch auch noch ein Mobiliar, ne? Wo ist das Gift? Irgendwo habe ich auch Gift reingetan. Klauen muss ich auch noch suchen. Gift und Klauen. So, warte, das kommt hier mit rein. Und das. So, und irgendwo waren auch diese Kisten. Was sind das nochmal für Kisten? Maschinen Upgrade Kit. Hallo, wie geht's? Meine Müll. Das ist wirklich schwierig hier. Ich hatte doch irgendwo, wo ich auch die Lampen drin hatte. Diese komischen Dinger. Ich find's
Hier. Ah, ich hab's doch gefunden. Ja, dann breche ich das mal auch hier mit rein. Ich hab grad keinen Plan. Und das ist eigentlich Zeugs, aber eine Zeugskiste war es nicht. Oder? Doch. Sag ich doch. Zeugs. Und die Klauen hatte ich eigentlich irgendwo anders, aber ich gucke trotzdem nochmal durch. Den hatte ich ja noch nicht wirklich viel gesammelt. Hier. Warte mal, wo war das? Hier habe ich die jetzt reingetan. Bei Zeugs. Clown bei Zeugs. Puh. Okay. Schwere Geburt. Apropos, wie sieht's denn aus? Ich kann das Ding jetzt upgraden. Hallo, interagieren. Es gibt keinen Tau zu sammeln. Kann ich das nicht? Okay. Muss ich scheinbar neu bauen. Keine Ahnung. Ich habe das Teil gebaut. Ach so. Das. Ja. Dämlich. Ich glaube, morgen kommt das erst mit der Post. Deswegen. Der Tausammler. Der Fortgeschrittene. Okay. Jetzt gibt's ja auch noch was. Ich komme nicht aus der Puschen. Eins. Zwei. Okay, wahrscheinlich brauche ich dafür auch noch Energie, die ich gerade nicht habe. Zu Hause, rein da. Ja, da wohnt Moria. Ja, der Moria. Aktuelle Haustiere, Moria. Gecko, Nest. Ja. Den haben wir ja auf Exkursion geschickt. Hi da. Tita Kenji. Howdy. Hallo. Hallo Tita Kenji, bist du beschäftigt? Wir müssen dich um einen Gefallen bitten. Kennst du Rinban und Dumpin? Sie sind die besten. Arbeiten mit... für die Kirche. Sie ist so engagiert, wie es überhaupt nur möglich ist. Und Rian kommt immer zu mir in den Laden und leistet mir Gesellschaft. Jedenfalls haben sie bald ihren Jahrestag und wir wollen ihnen eine Überraschung machen. Willst du uns dabei helfen? Ja, klar. Genau, das ist das Gondel des Rathaus. Hat vor kurzem das Budget für Verbesserung bereitgestellt, damit die Menschen es wieder sicher benutzen können. Also dachten wir, was wäre, wenn wir haben alles schön gemacht, einfach spektakulär. Du kennst die Aussicht, die sich dir bietet, oder? Der perfekte Ort für ein Date. Wie wäre es, wenn wir sie zu ihrem Jahrestag mit einer Fahrt über den Canyon überraschen. Nur Rian und Dumpy und diese Aussicht. Ja. Herzerwärmende Bilder, oder? Wenn du das System verbessern kannst, kümmern wir uns um den Rest. Hier ist der Auftrag aus dem Rathaus, den ich als Chefinspektor irgendwie für mich beansprucht habe, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass alles schön aussieht und robust. Wir wollen nicht, dass sie fallen wie du und Justice. Ich weiß, das wollte ich auch nicht. Genau, das ging gar nicht. Wir werden uns einen Plan ausdenken. Wir sehen uns in der Gondel, Tita Kenji, und danke für die Hilfe. Ich bin sicher, sie werden es lieben.
Oh, und ich erst. So, Mint hat uns geschrieben. Hallo Tita Kenshi, wenn du diesen Brief liest, bin ich bereits in einem Zug nach Atara. Ich habe versucht, dich heute Morgen zu besuchen. Aber du hast geschlafen. Die Ironie ist mir bewusst, weil er sonst immer schläft. Okay, ein richtig lustiger Part heute. Es war echt schön, dich kennenzulernen. Und ich glaube, ich habe dir nie richtig für deine Hilfe bedankt. Ich habe dir ein Geschenk besorgt. Ich hoffe, es gefällt dir. Wir sehen uns nächstes Mal, Mint. Okay, Gürtelschnalle. Alles klar. I see. Benjo scheint sich in seinem neuen Zuhause gut zurechtzufinden. Ich habe in der Stadt herumgeschnüffelt und keine Anzeichen des alten Benjo-Verhaltens gefunden. Ich denke, wenn ihn jetzt jemand adoptieren würde, würde er sich wirklich gut benehmen und nicht mehr so ein Bio-Waffe sein. Nur etwas, man bedenken sollte. Okay, aber ich habe schon ein Haustier. Ich brauche nicht noch einen Katze. Nein, ich bin... So, Katori, Achtung an alle. Die Zusammenarbeit zwischen Rathaus und Goldene Gans Unterhaltungsangebot ist nun abgeschlossen. Kommt selbst vorbei oder bringt einen Freund mit zu diesem fabelhaften und aufregenden neuen Teil von Sandrock, dem Sandrennenkomplex. Große Eröffnung morgen um 12 Uhr. Besonderer Dank geht an Dieter Kenshi und Mian für ihre Beiträge zum Bau. Huch. Forschungszentrum, jawoll. Jetzt. Lukas. Oh, thank you. Ich habe gerade kein Kotelett dabei, oder wie das Ding heißt. Deswegen kriegst du Wasser. So. So, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich jetzt upgraden? Nee. Muss ich scheinbar, den Neues bauen. So, du. Das muss auch noch lange nicht fertig. Ich weiß, das Spiel hat für mich auch gerade erst wirklich angefangen. Oh Gott. Hier, fortgeschrittener. Bla. So, wir haben Stahlstangen. Kunststoffrohre. Verstärktes Glas. Nicht dein Ernst. Magnesium-Aluminium-Legierung von Haushaltswiederverwerter Industrieofen. Aluminium-Legierung? Ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht, oder? Nee. Augenblick. Ich hab da gerade okay, Chromstahlstange. Magnesium-Chrom-Ofenkern. Magnesium-Aluminium-Legierung. Wie soll das bitte gehen? Also ich könnte ihn zwar bauen, aber ich habe die Materialien nicht. Mir fehlen die oberen drei Dinger da. Und das ganz oben brauche ich ja eigentlich für den Kackdings da. Was für ein Mist, ey. Warte mal. Magnesium, Aluminium, Legierung. Ist zahlreiche Einzelbürger äußerst vielseitig. Erfahrungsstufe Industrieofen. Heißt das jetzt, wir können oder wir können nicht damit machen? Hm. Aber wir haben die Materialien nicht. Gegenstand wie Montagestation. 32. Ist ja kacke.
So. Kupfer, Marmortiegel, Stahlstange, Mangalstange. Warte mal, was bin ich denn jetzt? So. Warte, ich noch voll. Okay. Stahlstange, Mangalstange, Dings da. Jo. Guck ich immer mal den Schrott. Plastikschrott? Felsenschrott, Eisenschrott. Bronzestab, wofür brauchte ich den nochmal? Ich hatte Quest mit was, wo ich Bronzestab brauche. Hier, genau, das Reparieren. Also auf der Öffnungszeremonie. Verstärke das Kabel. Okay. Fünf Suppentöpfe. Keine Kupfertöpfe mehr, sondern Suppen. Hab ich. Muss ich noch? Hab ich. Ah, warte mal, war das nicht irgendwo hier? Hier? Nee. Hier? Wo waren denn die Töpfe? An dem Ofen? Hauptsache! Okay. So. Gut, dann machen wir. Ich hab die Wunderbube. Aber okay. Töpfe im Ofen. Ich meine, Keramik, ja, vielleicht, aber. Das stand nicht gerade herausragend. Bitte sag das da nicht. Bestellung abschließen. Suppentöpfe. Herausragend. Das ist, glaube ich, normale Qualität, oder? Bitte sag es normale Qualität. Ja, grün. Schwein gehabt. Heiliger Bimmann. Okay, dich und dich. Anpinnen. Und erstmal hier unsere Rosen ernten. Keine Pflanze zu bewässern.
Joghurtkruste with keine Pflanze zu bewässern. Oh, ist ja cool. Bei Stufe 4 brauche ich kein Netz mehr, oder was? So. Dann bringen wir mal die Stahl-Nieten-Dinger zu Jensen. Ah, thank you. Ja, bitte, Express-Zulieferung. Puh, gab auch ordentlich Dings. Sometimes we have to fight for what's right. Eigentlich wollte ich mehr spenden, aber die Taste war zu schnell gedrückt. Hier? Heidi? Danke. Hey there. Take her easy. See ya. Hello. So long, partner. So. Was muss ich denn jetzt machen? Töpfe sind in Arbeit. Kabel verstärken. Definitiv. Wir wollen ja nicht, dass das Ding wieder abstürzt. Haben wir schon einmal gesehen, muss schon mal nicht haben. So, gehen wir da lang. Da da da. Da da da. Da 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 da. Und da noch die andere Reparatur an der Mühle. So. Alles klar. Definitiv verstärkt. Gute Arbeit, Dieter Kelch. Das sieht viel stabiler aus als vorher. Komm schon, Burgess. Wir müssen die letzten Schliff begeben, bevor das Paar auftaucht. Oh, wie romantisch! Er ist noch nicht hier. Was? Dann, ich weiß nicht. Avio hat mir gesagt, dass ich ihn hier treffen soll. Er war aber sehr vage, was den Grund dafür angeht. Hier ist ein Zettel an der Tür. Drück mich. Wow. Diese Jungs sind so süß. Also sollen wir? Schau dir die Aussicht an. Alles Gute zum Jahrestag, Dandan. Alles Gute zum Jahrestag, Riri. Wir sollten öfters hierher kommen. Und das, meine Damen und Herren, nenne ich einen gut gemachten Job. Mhm. Es gibt nichts Größeres als ein verliebtes Paar, wie mein Vater immer sagte. Nur zwei Menschen, die sich lieben können, den Himmel bewegen. Thank you. Danke, Teacher Ken. Danke, Teacher Kenji. Wir alle haben heute etwas Wunderbares getan. Und hey, vielleicht kannst du ja auch bald mit jemandem hierher kommen. See ya.
Nun, ich sollte wohl besser zurückgehen. X wird nicht glücklich sein, wenn er zu lange die Stellung halten muss. Sieh! Und ich muss mir selbst Anzeige erstatten, weil ich einen Wassernotstand falsch gemeldet und meine Position missbraucht habe. Alles im Namen der Liebe. Alles klar, im Namen der Liebe. Ist erlaubt. So. Ach, ist das cool. Sieht doch gut aus. So. Und... Hier ist irgendwas im Haus von Mortimer. Was los? Alles Haus. Grüß dich, nicht, Jüngling. Lebst du hier nicht gut ein? Sag mal, wenn es dir nicht ausmacht, darf ich dich um etwas bitten? Meine Frau und ich waren seit der ersten Anfang von Sandwalk hier. Früher, als ich... als es nicht mehr als ein unentdeckte Oase war. Während dieser Zeit hatte ich eine Reliktkamera, um unser Leben aufzuzeichnen. Guten Abend. Ja, ich habe alle Fotos in dem Fotoalbum aufbewahrt, aber vor dem letzten Sandsturm hat mich mein Gedächtnis im Stich gelassen und ich habe das Album draußen gelassen. Nach dem Sturm war es weg. Jetzt habe ich mich damit abgefunden, dass die Fotos verloren habe. Aber vielleicht ist noch Zeit, ein paar weitere Erinnerungen zu machen. Könntest du ein neues Fotoalbum für diese alte Seele erstellen? Klar. Kein Thema, Junge. Okay, ich dachte, jetzt kommen wir vielleicht wegwedeln, aber nö, ist nicht zum Wegwedeln. So, wir haben Donnerstag. Okay, gestern war Doc-Tag. Irgendwie schaffe ich es immer gekonnt, die Sachen zu ignorieren. So, ich gehe mal hier rein. Vielleicht habe ich ja was zum Zusammenbauen. Nein. Auch nicht. Nö. Fehlt auch was. Oh, mein Gott. Toll. Wie wir so gar nicht zusammenbauen können. Vorschub. ich habe gesagt, wir wollen hier. 3 Tage. Geht. Warte mal, kann ich das beschleunigen? Dann ist es morgen fertig. Ja, schick. Und ich sehe gerade, wir könnten unseren Herd upgraden, wenn wir die Materialien haben. Herd upgrade. So. Eins, nee, hier. Ja, da, okay. Kochstation, was brauchen wir? Stahlrahmen, Blutsteinkern, Bratpfanne. Bratpfanne? Warte mal, Stahlrahmen würde ja vielleicht noch gehen. Bratpfanne? Habe ich eine Bratpfanne? Album. Machen wir erstmal Album. So, dann. Mach den mal weg da.
Hier Stahlrahmen. Nein, hier auf die Bratpfanne. Ja, Blutstein, Dings brauche ich auch noch. Warte, hier mal. Kupfertopf, Wasser. Bei Waffen ist auch bestimmt nicht. Wobei, eine Bratpfanne kann man auch gut als Waffe verwenden. Kann man das vielleicht hier irgendwie? Moment. Ich hab nur Bus. Ein Haustier hat Auftrag für Beziehung plus 6. Haltet folgendes frei. Aha, okay. Magnesium, Aluminium, Legierung. Na toll, die kann ich auch noch nicht. Ist das so ein Scheiß. Okay, wenn ich den direkt so, bräuchte ich das dann auch. Bratpfanne. Aus Bronze und Kupferstab. Ich gehe mal gucken, ob es das Rezept zufällig gibt, das ich noch nicht vielleicht gekauft habe. Anderes Bücherregal, Babybett, Einzelbett. Mehr Rezepte gibt's hier nicht. Zumindest nicht bei ihm. Wie sieht's hier mit Quests aus? Ich hab 3 von 3. Okay. 3 von 3. Also, sprechen wir mal mit Mortimer. Bin gerade ein bisschen irritiert, wieso ich keine Pfanne. Jojo, Mortimer. Mortimer. Ja. Yeah. Meine Güte, diese Fotoalbum ist sehr gut gemacht, nicht? So jung und talentiert zu sein. Es ist, wie man sagt, die Stärken der jungen Wellen sollen die Alten ans Ufer spülen. Ich werde gut auf dieses aufpassen und bin zuversichtlich, dass die Zukunft mit sich
bringt. Danke, junger Handwerker. Heutzutage überquere ich nicht gern die Centaur-Brücke oder irgendeine andere Brücke. Das, was das angeht. Take it easy. Okay. Und? Ja, Suppentopf ist in Arbeit. Da habe ich ja schon meinen Ofen angeschmissen. Ich könnte noch gucken. Rezept vielleicht in der. War nicht hier. Noch nicht, okay. In der. Fixbuns von Heidi. Werkstatt. Vielleicht hat die ja. Wobei. Ich gehe mal bei. Aber ich glaube. Die hatte, glaube ich, keine Rezepte. Oder? Nee. Hier kriege ich Lehm, Blutstein und diese knuffigen. Ich kaufe die einfach mal. So, und dann gehe ich Konstruktionskreuzung und schaue, ob hier im Laden. Heidi, let me the mobile suit for a few days. I need it for research. Heidi, leih mir den Mobilitätsanzug. Ein paar Tage. Ich brauche ihn für Forschung. In what research is welche this Forschung soll das genau sein? Specifically, was genau? Ernstanalyse der Operation, effektive Mobilitätsfahrzeuge, two, verschiedene Unterstützung, zweitens analysiere der Rückkopplungseffizienz, das Anzug, bla bla bla. Ey, du willst doch nur spielen, Junge. I walked into that. Framing my research with. Well, Doc. The injuries I sustained from said act. I wasn't talking about you. Wir haben ja gesehen, was du bei der Brücke mit dem Anzug gemacht hast. Well, to be fair, just us using it on the bridge. I lass mean, da nur Leute ran, die damit like umgehen können. Tell you what, the city's got no plan. I accept. Although I will, however, need a whole host of Kinder rather complex deine schweren material. Maschinen bedienen. Well, look who it und is. Und Porsche auch nicht. When it comes to Max. Why not ask our friendly neighborhood builder here to help us out? Quick, reliable, and a deft hand. There's no one better for the job. Yes. The builder has proven their ability to acquire specific materials in the past. Indeed, they will be quite suited for such a task. One moment, please. Here is a list of the materials needed to repair the mobile suit based on Heidi's conclusions. I believe you will find the list comprehensive and easy to understand. Excellent. Please check the list carefully. If you're thinking of emulating Civil Corps habit of misreading an indexed item and recovering an incorrect material, instead, do not. I move the mobile suit to my research. Fuck you. Alles klar. Good. It seems you've. Wie neu. Erinnert mich ein bisschen an. Good. It was no small task, but it's done. I almost hate to put the suit back into the field, as impeccable as it looks now. But alas, bound to the pursuit of knowledge, I must. Der hieß Steve oder Steven? Presently, your assistance is no jetzt longer required. The subs goodbye. Yay! Level up! Aber eigentlich. Jetzt bin ich hier schon wieder am Arsch der Welt. Aber wollte ich doch in die Konstruktionskreuzung, um diesen Kackrezept zu gucken. Meine Fresse. Wurde noch von der Arbeit abgehalten. So. Jetzt kommt's, keine Rezepte. Ach, guck mal, hier kann ich ein Gecko-Nest kaufen, wenn ich wollte. Es bietet einen geeigneten Schattenbereich für jeden wechselwarmen Freund notwendig ist.
Die kostet nur 2. Tierhaus. Funktion. Ja, kann ich ja selber bauen. Warte mal, was? Kratzbaum? Haustierschloss? Haustiertunnel? Haustierunterschlupf? Haustiersofa? Aktuell noch nicht, danke. Mist. Ernest, was hast du dann wieder auf dem Herzen? Builder. I'll have you know that I've decided to stay in this town until I finish writing the story on Logan. It's the hot story in the press right now. And my editor Eduardo is adamant that I see it to the end, no matter the cost. Eduardo besteht darauf, dass ich sie zu Ende bringe. Kostet es, was es wolle. Since I don't see Logan being captured anytime soon, I've decided to move into the old town lodge. The room is cheap and quaint, but it's so noisy that I can't write for the life of me. And I keep having nightmares. Und Blue Moon ist, das Blue Moon ist billig und urig, aber es ist so laut, dass ich beim besten Willen nicht schreiben kann und ständig Albträume habe. Writing for the Atara Times is only my day job. I'm actually a novelist at indeed. Small columns pay the bills, but are hardly fulfilling as a creator. The novel, Oh, furthermore, I'll never meet the guy. Well, let's hope. I'll just make a bandit character based on him and call him... That desk, the height is all wrong. The way I have to sit to write, it cuts off all the circulation to my brain. Now all my ideas are terrible. So, I... Great. Remember, I need the finest writing desk with a pulpous comfy chair. Okay. I'll hold off on the writing until I get the furniture set. The best... I got another builder in the local... Okay. Mal gucken, ob ich die Materialien hab oder erst noch besorgen muss. Und dann ist die Frage... Nein, Leute, mein kleiner Schatz. Sammelauftrag 8 Stunden. Kram. So, gibt's den Tisch und Stuhl hier oder habe ich den eher? Hier, okay. Holzschreibtisch und Stock und Baustoff. So. Chic. Quadrat.
Was macht mein Energy? So, ein Topf noch und den Stuhl. Für den Stuhl war was nochmal nötig. 4 Stock und die Stock. Auf jeden Fall nochmal Stock. Das heißt, wir gehen noch Holz hacken. Holz hacken. Herr Birgit. See ya. Nicht, wenn ich dich so hier sehe. Anvisieren. Dann kann ich ja gleich auch noch das Ding erledigen, ne? Holz, Holz, Holz vor der Hütte, das wollen wir doch erstmal sehen. Das ist echt nicht einfach, dieses ganze Zeug sammeln und dann Aufträge erfüllen und ich hoffe, ich habe jetzt dafür genug, weil ich muss ja einige Sachen bauen und kann sein, dass ich da die Teile für verbraucht habe. Ach, Gott sei Dank nicht. Reparieren wir den Kack halt. Jeho! Hey, sieh dir das an, so gut wie neu. Ich wollte gerade, hast du toll gemacht. Sieh dir an, wie sich die Flügel drehen und sieht nur, wie senkrecht sie zu Boden stehen. Ein erwachsener Handwerker zum Weinen. Oh, und ich bin. Und hier drüben sollten das Ding wohl eine Art automatische Mühle sein. Wenn wir hier etwas wie Getreide oder Weizen reintun, können wir es zu einem brauchbaren Material verarbeiten. Also haben wir am Ende noch etwas rausgeholt. Sieht so aus, als hätten wir eine Zwanghaftigkeit einmal ausgezahlt, bla 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 und so weiter. Ja. Ah, ihr habt die Hände gespielt, wie ein paar billige Jojos. Ich hab euch alle für dumm verkauft. Seht euch an. Seht euch den Mann in den Schatten hinter euch. Steht euch die saure Fratze eures Puppenspielers an. Hi. Hallo, Mr. Cooper. Brummen Sie für ein Theaterstück oder so? Das klingt
gut. Sagen Sie mal, wie finden Sie die neue Windmühle? So gut wie neu, hm? Spielen? Was? Nein, ich hab euch reingelegt, damit ihr die Windmühle repariert und ich keinen Auftrag bezahlen muss. Ich wusste, dass einer von euch sich früher oder später darum kümmern würde. Oh, das war gar nicht Peleses von Ihnen, Mr. Cooper. Ja. Yeah. Hey, lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin nicht aus Gohl gemacht. Und mit meinem nächsten Trick werde ich regelmäßig malbare Lebensmittel in diese Windmühle legen, damit alle davon profitieren können. Huh? Oh, du willst die Windmühle Sachen malen? Und zwar für alle? Und zwar umsonst? Hm. Ja, ich denke, das hilft allen, die etwas Billiges zu essen brauchen. Vielleicht auch etwas Tierfutter. Außerdem habe ich auf der Ranch mehr Schrot, als ich gebrauchen kann. Den gebe ich am besten weg. Hm. Nun, das ist ziemlich telasianisch. Also, ich denke, das gleicht sich alles aus. Sie hätten uns aber auch stricksen müssen, Mr. Cooper. Ich glaube, wenn Sie zu unserem Chef bei der Handelsgilde einfach gesagt hätten, dass Sie einen Auftrag geben, der Gemeinwohl zukommt, hätten Sie zumindest einen Rabatt bekommen. Aha. Wie kommst du darauf, dazu feine Leute wie mich zu kritisieren? Sie, das Salz der Erde sind. Oh nein, Tia Kenshi. Lauf, ich übernehme. Du hast die Windmühle repariert, danke. Und ich, wenn ich es nicht schaffe, begrab mich mit meinem Spitzhammer. Ich bleib einfach mal stehen und... Feuerwerk und was Butterkuchen. Irgendwas von überhaupt war? Ich gehe einfach mal schon mal vor. Oh, da fällt mir ein. Ich glaube, die Mine dürfte schon abgelaufen sein. Mal gucken, wie lange noch mein Auftrag geht. So. Sollen wir mal fertig sein. So, gehen wir
gehen wir mal gucken, was der Topf macht, ob der fertig ist. Ich hoffe doch mal, was der Topf fertig ist. Ja, ist fertig. Dann können wir die Quest abgeben gehen. Warte mal. Hier fehlt noch Stock. Reicht das schon oder nee, ich glaube hier war. Das reicht auf jeden Fall. Ah, die zwei Stöcke brauchen wir noch. Weiß der Geier, woher wir die kriegen. Schmiedemaschine. Morgen. Ich glaube, morgen kommt die. Ach, mein Scheiß. Aber ich kann schon mal den Suppentopf an Grace liefern. Thanks. Gut gemacht, danke für die Hilfe. Ja, nicht dafür, junge Dame. Bam, bam, bam. Ob da endlich der Topf, der Stock, die Stöcke fertig sind. Einer. Noch ein bisschen Blutstein fahren gehen, Marmor und so, Tau gibt's ja auch immer wieder. Da hinten ist unser Moria am Buddeln. Bin ja mal gespannt, was er uns da mitbringt. Jo, wir können den Stuhl machen.
Das hast du jetzt nicht gemacht. Verdammt. Aber es reicht doch. Bequemer Stuhl. Gott sei Dank. Heiliger Wimmer. Na toll, jetzt habe ich einen Schreibtisch zu viel und... Na, was soll's. Was soll's. Wobei, zu viel? Bitte einzeln? Tatsache. Naja, dann kann ich mir einen in die Wohnung stellen. Ist auch nicht verkehrt. Meine Güte, wie die Zeit schon wieder da vorne rast. Okay, wir geben jetzt noch die zwei Questen ab und dann ist erstmal wieder Schicht für Schacht heute. Meine Fresse! Lauf doch! Apartment. I am absolute. I guess now that the furniture being new to Sandrock, how about it? You want to come? Zeit zu feiern. Good, good. Let's see. Can you bring one dish? If one person brings one dish, 10 people should bring enough for a feast. I'll take care of the other stuff. One more thing. Is there anyone else I should invite, in your opinion? Deiner Meinung nach einladen soll. But it's just a housewarming party. Aber es ist auch nur getting the whole town might be overdoing it. By my next birthday, I should be more acquainted with everyone. I'll invite everyone to that party instead. And I'll even get my cook to fix up some nice dishes. Anyway, I'll write up the other invitations right now. No point in keeping you Sinn, here. See you at 6 p.m. tomorrow. Remember, bring one dish. Vergiss nicht, ein Gericht mitzubringen. Ein Gericht. Hey, Wasup. Milchgedämpftes Ei. How's your day been so far? Ei, und dann ist aber wirklich Schluss für heute. Ich muss ja um 20 Uhr ins Bett und das ist ja bald. Bald? Es ist 20 Uhr. Na gut. Also wie gesagt, ich koche jetzt noch dieses eine Gericht und dann machen wir Feierabend. Das Abgeben kann ich ja dann im nächsten Part machen. Ach, ist doch nicht so, dass mir die Zeit verfliegt. Ding, 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 ding. So, ich will hoffen, dass unser Ding dafür ausreicht. Etita Kenshi. Gedämpfte Süßkartoffeln, wo sind die Eischecke? Der hat uns doch so Essen vorbereitet. Milchgedämpftes Ei. Jackmehl, Milch haben wir genug und Ei. Vielleicht im Topf? Okay. Jagdmilch und Ei. Wo steht die? Es sind keine neuen Rezepte für die gewählten Zutaten. Was? Jagdmilch. Achso. Vielleicht doch mit dem Dämpfer dann? Dampfgarer? Milchgedämpftes Ei. Mann, ich will nie. Alles klar. Warten bis morgen. Ja, genau. Warten bis morgen, Leute. Alles klar. Oh mein Gott, 2,5 Stunden. Ich bin wieder total maßlos überzogen, aber mein Gott, wenn es Spaß macht. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Und ja, bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.
Übrigens, auf YouTube könnt ihr die Parts nach und nach nachsehen. Dieser Part wird allerdings erst nächste Woche dort freigeschaltet. Bis dahin seid tschüssi, eure Tita Kenshi.